Das ist meiner Meinung nach auch eine der Wurzeln des Übels. Das ist ein Verein, der sich ICNIRP nennt, Internationales Komitee zum Schutz vor nicht ionisierenden Strahlung. Das ist ein privater Verein der Mobilfunkindustrie, ein Lobbyverein. Und nur so ein paar Fakten, der ist mietfrei, also kostenlos, im Bundesamt für Strahlenschutz untergebracht. Das allein schon ein Skandal, die örtliche Nähe, dann die personelle Nähe, dass das Sekretariat vom Bundesamt gleich die Sekretariatsarbeiten vom ICNIRP übernimmt. Dann bekommen sie von unseren Steuergeldern als privater Lobbyverein jedes Jahr 100.000 Euro. Und mit diesem Geld kann man natürlich was machen und sie tun was damit. Sie sitzen im wissenschaftlichen Beratergremium der Weltgesundheitsorganisation, die sitzen im gesundheitlichen Beratungsgremium der EU-Kommission, sie sitzen in vielen anderen Kommissionen, auch in deutschen, im Bundesamt für Strahlenschutz natürlich und anderen Gremien. Das heißt also, das muss man einfach den Leuten klar machen, dass das, was als wissenschaftlich bezeichnet wird, zum Teil explizite Falschaussagen sind und dazu noch überall die amtlichen Stellen mit diesen Leuten durchsetzt sind. Und da muss ich doch noch auf die neuen Grenzwertvorschläge eingehen. Die sind so falsch, dass ein Freund von mir, den ich gebeten habe, meine Kritik darüber durchzulesen, gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ein ernsthafter Verein solche falschen Aussagen macht. So offensichtlich falsche. Also die Politiker glauben es.